eben noch auf der Fähre, jetzt auf dem Weg zum Navajo Beach Wrack. Das wird unser erster Stopp sein. Heute, auf dem heutigen Tagesausflug hier in Sakinsos. Ja, wir freuen uns sehr darauf und hoffentlich kann ich die Drohne da starten lassen, ohne viel Menschgetöse. Das hatte ich ja im vorherigen Sakinsos-Video, im allerersten mit dem Piratenschiff ja schon angekündigt, dass wenn wieder hier andere ihre Drohnen starten, beziehungsweise wenn da jetzt hier wieder so viel los sein sollte, werde ich das nicht mehr machen, weil es einfach zu gefährlich ist. Da könnten Menschen zu Schaden kommen und ja, das mache ich nicht. Da steht unsere Beförderungsmöglichkeit. Hier sind wir auf dem Parkplatz von Navajo. Ja, ziemlich viel Stein hier. Also den Reifen tut das nicht sehr gut. Aber da unten soll es sein. Hier seht ihr das Meer. Hier kann man runterlaufen. Haben sie ein bisschen was in Beton ausgelegt, damit man sich hier nicht auf die Nase legt. So, ja, Sekunde. Ich mit meinen coolen Dings. So, jetzt schauen wir mal hier hin. Was sehen wir? Ah, da unten ist es, ja. Da ist das Schiffswrack. Ja, da unten ist es. So, runterlaufen kann man da nicht. Jetzt gucke ich mal da vorne. Aber da ist der Felsen. Da müsste es sein. So, hier haben wir eine Aussichtsplattform, wo man es sehen kann, richtig. Ja, ist eine ziemliche Schlange hier. Und ja, man kann da runter gucken. Jetzt müssen wir sehen, ob wir die Drohne starten können. Von hier aus, ich halte mal so ein bisschen hoch. Ich hoffe, das sieht man alles. Und ja, schönes Meer, wie gesagt, im ersten Sakinsos-Film habt ihr das ja schon gesehen. Und Felsen, Klippen hier. Schauen wir, ob man da auch irgendwie anders rankommen kann. Aber hier ist alles mit Absperrband. Ich guck mal, ob man hier besser drankommt. Ja, man sieht nicht viel, da sieht man noch die Schiffe. Ich hoffe, ihr seht die auch. Und ja, richtig schönes blaues Meer. Cool. Gerade eben eine tolle Erfahrung mit meinen griechischen Landsleuten gemacht, wegen der Drohne, habe gefragt, darf ich sie fliegen? Überhaupt kein Thema, die dachte schon, ob ich ja, einen leichten Knall habe oder einen Sonnenstich, weil das juckt die hier gar nicht. mach was du willst, haben sie gesagt. Du bist ja nicht vom Staat, oder? Hab ich gesagt, nö, alles gut. Hätte ihnen sagen sollen, dass ich aus Deutschland bin und da musst du für jeden Pups, brauchst eine Genehmigung. Aber hier in Griechenland, wie gesagt, alles easy. Wir durften sogar am Schiff, aber das habt ihr ja gesehen bei unserem ersten Sakinsos-Video. Und wie gesagt, alles kein Thema. Jo, und jetzt gucken wir uns gleich mal das Schiffswrack von oben an, von vorne. Und von unten haben wir es ja schon gesehen. Es war allerdings sehr voll, ihr erinnert euch. Jetzt schauen wir uns das mal von oben an. Wir müssen allerdings ein bisschen warten, weil natürlich noch ein paar mehr Leute vor uns gucken möchten. This is our time, these are our plans.
frequency forever. Also, jetzt sind wir hier an einem kleinen Shop, Souvenirshop, was auch immer, wie man es nennen mag. Haben wir kurz hier angehalten. Jetzt schauen wir uns mal an, was es hier so gibt. Ja, so Schildkröten, ja, die sind ja hier, hier ist ja ein Naturschutzgebiet, hier brüten die Schildkröten und die geben dann die kleinen Turtles, gehen dann vom Strand ins Meer und das ist hier alles auch super gut gemacht. Und wie gesagt, der Strand, da fahren wir später auch hin. Das ist Naturschutz, das heißt also die Schildkröten, das ist auch richtig so, haben Vorrang. So, ja, alles aus Ton hier. Ja, sieht richtig schön aus. Also nice, wie man so schön sagt im Neudeutsch. Das gehen wir nochmal vor. Mal, sehe ich das richtig oder ist das der Mond und die Sonne in einem? Ja, du siehst das richtig. Mhm. Das ist richtig. Und ich habe sogar ein Schweinchen, nee, ein Bärchen. Nee, das ist ein Schwein. Und das ist ein Bär, würde ich sagen. Oh nee, ist eigentlich das gleiche. Nee, ist beides ein Bär. So, 10 Liter, das sind 10 Cent oder 10 Pfennig, wie die etwas älteren Jahrgangs wie ich. Damals noch zu D-Mark-Zeiten. Also wie gesagt, hier am Straßenrand steht der Laden. Ich fahre noch die Autos vorbei. Da waren ein paar Turtles. Hier konnte man parken, aber naja. Ich parke hier gleich mal drauf. Oh, das ist nichts. So, hier ein paar Sonnen. Ja, hier auch. Ein Olivenbaum. Ja, das wird eifrig gefilmt. Und ein Riesenbär. Teddybär. Ja, hier auch. Ja, ist ganz schön. Ja, wir wollen bestimmt was finden. Mit Sicherheit. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich hier etwas finde. Kalimera. Kalimera. Welcome. Ja. Have a look all handmade. Ne. Weißt du. So, und hier alles handgemacht, wurde uns gerade gesagt. Ja, ist doch schön. Also, und hier haben wir wieder die Puppen. Da hatten wir letztes, also in Peloponneso, also in Peloponnes, hatten wir auch schon einen. Hier sind auch noch ein paar. Hier der Opa, mit der Oma. Und da der Motorradfahrer. Kiki Messer? Okay. Sagte man mir gerade, ich soll hier reingehen und dann links. Und die gibt auch, oh ja. Die kann man auch. Olivenöl, Honig, frischen, kann man alles sehen. Ja, ist witzig. The Garden with Turtles. The Garden with Turtles, haben Sie Turtles hier? Ach, da ist eine. Da ist eine. Ach, die seht ihr aber nicht. Jetzt da hinten im Gebüsch. Da ist eine. Und hier, ah, da habe ich eine. Ganz nah. Da haben wir sie. Ach, ich finde, das sind echt wunderschöne Tiere. Also ich finde, ja, Schildkröten echt schön. Vor allem die griechischen. Natürlich, als Grieche. Nein, Spaß. Die sind alle richtig toll. Ja, schön, schön, schön. Da haben wir die Turtles. Ja. So, ich gehe jetzt mal auch gucken. Und schauen wir mal, was ich finde. Für mich. So, jetzt noch kleiner Nachtrag. Da haben wir noch das Baby-Turtle. Das ist mir gar nicht aufgefallen gerade eben. Da sind sie. Ganz klein, voll süß. Ich hoffe, ihr seht die leben auch. Ich dachte erst, hä? Sind das vielleicht da? Er leucht, der kleine Racker. Wunderschöne grieche Schildkröten, Turtle sag ich. Und da auch. Und da drin ist ein Vogel, oder? Geht ein bisschen Amok. So, aber die Babyschildkröten, da ist auch noch eine. Die sieht man aber noch schlechter, glaube ich. Die seht ihr nicht. Nein. Aber hier, die kann man gut sehen. Denke ich da. Jetzt läuft sie mal. Die kleine. Ja, lauf, lauf. Lauf, Forrest, lauf! Ja, also, das war ein kurzer Nachtrag zu den Baby-Turtles. So, jetzt bin ich hier drin im Shop. Also, hier gibt es so allerhand viel Honig, Olivenöl, alles selbst gemacht.
Das wird alles in den, also das meiste, nicht alles, aber in den Wintermonaten wird hier vieles das hier natürlich nicht. Das ist gekauft. Jetzt können wir auch hier ein paar Nüsse probieren. Chocolate, Strawberry, Sesame, Honey, Almonds. Honey, Peanuts, Honey, Sesame, Honey. Mandeln, Pastelli. Lecker, frisch, frisch. Und? Lecker? Mhm. Ja. Erdnuss. Ach, dort, sino mit Honig, was ist das? Honig, was ist das? Meli. Tomeli, ne, Tomeli. Siehst du, Fjani, hier, Togo, Rase. Okay, ne, από το τόπιο. Από το τόπιο, okay. Εντάξει. Και πόσο κάνει το μεγάλο? Εκείνο. Αυτό. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ έχει 6 ευρώ. 6 ευρώ. Και το μικρό? Το μικρό λέει έχει 4. 4, οκ. Okay. Θέλετε να δοκιμάσετε? Όχι, όχι. Ξέρω. Καλό θα είναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι απλά καλό. So, jetzt nach dem Honig gefragt, die große Flasche, also das große Gläschen kostet 6 Euro, no. Das kleine kostet 4 Euro. Wir können auch probieren hier. Vanille, Orange, Lemon, Rose, Thyme, ja, die haben wir noch. All local. Mm-hmm. If you want, you can try some. Come to try this one, please. I look a little Oliven, Seife, so rum. Ich habe mir gerade den Kopf angestoßen, sorry, ich ein bisschen länger brauche heute. Und bei 34 Grad seht ihr es mir hoffentlich klar, dass ich da ein bisschen länger brauche. Also jedenfalls, das war der Shop nochmal von drin, hier der kleine Souvenirladen. Wie gesagt, alles selbst gemacht. Das hier ist vor allem alles selbst gemacht. Das macht sie alles im Winter. Und das da auch. Schön. Noch ein kleiner Nachtrag. Jetzt sind die ganzen Schildkröten hier raus. Die Dame hier, der das alles hier gehört, sagt auch, die haben hier 16 Stück. Und da ist eine große, die hat gerade eben noch gefuttert, gefressen, die Tomate da. Und da ist noch eine, da ist noch eine, da ist noch eine. Also ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die eine da schläft. Oh, die schläft da. Und die hier ist am aktivsten. Und die da guckt. Ja. Na, ich tu dir nichts. Ich guck nur. Ja, und die da läuft. Ja, einfach nur cool. Also wir haben hier jetzt auch, so, ich drehe die Kamera mal zu mir. Wir haben auch ganz viel hier jetzt gefunden, was wir kaufen, unsere Lieben daheim. Und echt schön hier alles, vieles selbst gemacht, nicht alles, aber das meiste. Und ja, also wenn ihr Richtung Navajo, also hier zu dem Schiffswrack, fahrt, dann seht ihr, dass hier, wie gesagt, auf dem Straßenbus dran vorbeikommt. Und ja, dann habt ihr hier alles. Übrigens, schönes Haus hier gegenüber gleich. Oh, kann sich sehen lassen. Ich filme das jetzt nicht, weil wir sind in Griechenland. I have, but I only have 200. Can you change? Ja, mal kurz gezeigt. Also jedenfalls, wenn ihr hier am schönen Haus an der Riesenstraße, also riesen Souvenirland, Souvenir will ich das nicht mal nennen, sondern die produzieren ja alles, wie gesagt, vieles selber. Und ja, also einfach herkommen, lohnt sich wirklich. Ihr kriegt auch richtig gute Preise, je mehr ihr kauft, desto günstiger wird das in Griechenland. Das heißt auch, auf Griechisch heißt es Sugalo Galitimi. Ja, müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber je mehr ihr kauft, desto größer wird der Rabatt dann. Und ja, und ihr tut auch für die griechische Wirtschaft. Genau. Wir sind jetzt am Xigia Beach. Xigia Beach, da griechische Fahne, ist klar. Das soll ein ganz toller Strand sein, das schauen wir uns jetzt mal an. Allerdings auch sehr klein, oh ja. Ja, der ist sehr klein. Ja, mega Strand, aber alleine wäre schön, ne? Ja, trotzdem können wir mal kurz runter. Schon mal vom Nahen oder etwas näher. Schauen wir mal. Ja, näher kommt man nicht dran. Ja, schön ist es. Aber nee, nicht. Zu klein, jetzt habe ich aber gesagt. Ja. Ja, wäre traumhaft schön, wenn man da jetzt alleine sein könnte, ne?
Oder okay, ich würde noch mit 4-5 vielleicht teilen. Aber nicht mit 50. Aber absolut fair, hier ist auch ein Parkplatz. Ja. Man bezahlt 3,50 €, aber nur, wenn man es, wenn man runtergeht und sagt, okay, ich will hier bleiben. Und wenn man dann wegfährt, 3,50 €, da die griechische Fahne, ja, da schlägt das griechische Herz höher. Es ist wunderschön hier. Traumstrand, Traumfarbe, aber sehr, sehr klein. Und ja, am Felsen hier. Und ja, wunderschön, aber nee. Da müssen wir alles selber mitbringen und da geht es auch runter, da geht es zum Strand. Nee, das lassen wir heute leider sein. Also das fürs nächste Mal. Wir waren jetzt auf dem Gerakas Beach, da wo die Schildkröten sind, war aber alles voll. Jetzt sind wir hier im Plaka Beach Snack Bar. Hier gibt es noch Liegen, alles ist voll auf Sakinthos. Ist ja klar, wir haben Hochsommer, wir haben August. Nicht nur die Touristen kommen, sondern auch die Griechen wollen auch ans Meer. Was natürlich okay ist und richtig ist. Und jetzt haben wir hier Liegen im Grünen. Und ja, es sieht ganz schön aus hier. Kostet 10 €. Erst ein bisschen Beschallung mit Musik, aber die ist schön gewählt, finde ich. Und ja, 10 € kostet hier mit Schirm und Zelt. So, jetzt haben wir uns geeinigt. Das war nämlich hier der Herr, der uns die Liegen verkauft für 10 €, die weiter hinten. 15 €, die hier vorne sind. Ja, ist okay, mein Gott. Und hier ist das Meer. Ich gehe mal weiter rein, da seht ihr das mal schön. Aber wie gesagt, Plaka Beach, wenn wir sehen, ja, wunderschöne Farbe. Da oben auch was Cooles. Irgendeine Gastronomie. Und da geht es auch, hier haben wir ein paar Felsen da. Und hier, das Wasser ist klar. Wunderschöne Farbe, türkisblau. Ja, ist schön. Und wir sind froh, dass wir jetzt was gefunden haben. Hier sind nämlich vor ein paar jetzt gewesen und alles war voll. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir jetzt zwei Liegen gefunden haben für 15 €. Ist okay. Und jetzt stürzen wir uns mal ins kalte Nass. So rum. Sonne, da waren wir drauf. Also, Plaka Beach kann man empfehlen. Ja. Waren noch ziemlich viele Plätze frei, ist jetzt eine schöne kleine Bucht. Genau. Jetzt ist natürlich am schönsten um die Uhrzeit. Wir haben jetzt nach griechischer Zeit, ja, kurz nach 6. Eigentlich sind jetzt die nächsten 2 Stunden so die schönsten am Strand, weil kaum noch was los ist. Ja. Ja. Also man kann hierher kommen. Da oben gibt es auch noch was Schönes. Gegessen haben wir hier nichts. Jetzt fahren wir mit unserer Edelkarosse, dem Suzuki. Kann ich nur empfehlen, Swift Hybrid. Cooles Auto. Also den haben wir heute richtig mal gerockt. Kostet 85 € in der Miete. Ein bisschen happig, aber okay, sei es drum. Aber das Auto ist gut. Also für Insel, Hopping etc. So, der musste ein bisschen was aushalten heute. Genau. Hast schon ein paar steile Pässe da mitgenommen, aber das ging gut mit dem kleinen Auto. Genau, Platz ist auch. Kann ich euch mal zeigen. Kofferraum, ob das jemand interessiert. Also wie gesagt, Suzuki Swift. Ja, hinten hat man auch ein bisschen Platz und ja. Jetzt geht's ab zur Fähre. Genau. Auf der Fähre nach
Kilini. Da seht ihr, wir sind noch in Zakynthos. Die laden hier noch die ganzen Fahrzeuge, LKWs, Busse. Da kommt noch ein ganzer Schwung. Aber 19.30 Uhr, wie lange jetzt? Jetzt haben wir 19.11 Uhr. Genau, also die Fähren gehen hier pünktlich. Und da hinten seht ihr noch eines aus der Antike, ein Schiff. Und ja, unser Schlussfazit für heute. Also sag ich, es ist eine wunderschöne Insel. Kann man mit dem Auto sehr, sehr gut erkunden, aber auch mit dem Schiff. Das Piratenschiff können wir nur empfehlen. Das haben wir heute auch gesehen. Ich blende das auch jetzt mal ein. Ich habe das vorhin kurz vom Strand aus mit dem iPhone abgefilmt. Also jetzt nicht mit der GoPro. Habe ich jetzt eingeblendet, blende ich wieder aus. Und ja, also wir haben jetzt einige Strände heute gesehen, auch die Turtle Beach. Ja, wir sind 5 Strände angefahren, bis wir uns dann für den letzten entschieden haben, weil einfach alle auch extrem voll waren. Es ist natürlich Hauptsaison und die Strände sind voll, aber alle für sich wirklich extrem schöne Strände. Ich kann mir vorstellen, wenn man zu einer anderen Jahreszeit fährt und die Strände leer sind, ist das wirklich ein Paradies. Ja? Und die Insel als solche sehr, sehr grün und wirklich nur Kiefern und Olivenbäume. Unglaublich, wenn man die Straßen entlang fährt, wie schön diese kleinen Dörfer sind. Die ganze Insel hat 60 Kilometer Länge und 20 Kilometer Breite. Also könnt ihr euch vorstellen, so lange braucht man da nicht, bis man einmal drüber ist. Ich glaube, wir haben sie so ziemlich abgefahren. Ja, vom Norden bis Süden, ja. Ja. Also wirklich, da merkt man aber dann auch, wie schnell ein Tag vorbei ist. Wir waren immerhin schon um 8:30 heute Morgen hier. Bis jetzt 7:30. Also sind schon ein paar Stunden. Ja. Wir haben wirklich viel gesehen, sind jetzt auch entsprechend müde. Ja, aber glücklich. Zufrieden, müde, haben viele schöne Orte wieder gesehen, also genau. Die Welt ist schön. Genau, wir haben wie gesagt einiges erkundet, alles haben wir noch nicht gesehen. Da ist noch das ein oder andere, ja, was wir uns noch anschauen müssen, vor allem diesen kleinen Beach, wie heißt der, Xigio Beach, genau, der war wunderschön, den habe ich euch auch abgefilmt, den habt ihr ja gesehen vorhin. Der ist wunderschön, da können wir aber erst kommen, wenn wieder weniger los ist oder wir ganz früh kommen oder nicht gerade zur Hauptsaison. Aber da möchten wir auf alle Fälle noch mal hin. Der ist zwar sehr, sehr klein, aber wunderschön. Ja. Und da müssen wir noch mal hin, definitiv. Genau. Ja, ansonsten hoffen wir, ihr hattet viel Spaß bei unserem Video. Abonniert unseren Kanal, ganz wichtig. Ein Like wäre auch schön, wenn euch das Video gefallen hat. Das wäre so ein kleines Dankeschön an uns. Dass wir auch immer schön motiviert bleiben, aber das bleiben wir auch so. Wir sind ja die Camper-Freaks und ihr seid unsere Community. Und wir hoffen einfach, unser Content hat euch Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Ja, oder stellt uns auch Fragen, wenn ihr noch Fragen dazu habt, was wir jetzt vielleicht nicht gequatscht haben, sondern wenn es euch noch irgendwas einfällt, was wir euch vielleicht beantworten können, genau, dann schreibt es in die Kommentare, fragt uns einfach und wir beantworten das dann. Genau. Bis bald. Bis dann. Ciao.